2024 Music. Der Garen hat 11 CS. Ist das krank, ja. Ey, ich darf dodgen, ne? Was meinst du, was? Also, wenn ich in der Runde bin und ich sehe, hier picken viele Leute Duelist, kann ich dodgen, oder? Soll der Chat entscheiden? I Egal. don't care if you play 5 duelist, but be good. Smoke. Big, 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 big. Was sagt der Chat? Bei mir sagen die Goethisch. Bro, we gonna win, big, big. Also es ist ja kein Back-to-Back oder Back-through-Back-Try, richtig? Noch ein Back-to-Back-Try. For the next. Also beim Back-to-Back weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Leicht Kinderforscher. Aber okay. Das Zeichen des guten Willens. Digga, ich spiel nicht normal mit 5 Duelist, Digga. Am Arsch. Warte kurz, schnell, schau mir was zu futtern. Oh, der Virgo. Digga, der Virgo. Oh, Digga, was hat der denn wieder für ein Set, ja? Digga, war das meine Katze?
Hab ich hier da? Nochmal? Doch nicht? Was denn? Mein Stream ist kurz abgekehrt, glaube ich. Ist wieder da? Musst du dir F5 drücken? Nee. Ja. Wer ist deine dickste Inspiration gewesen? Boah, ist eine geile Frage. Ja, was meinst du mit Inspiration? Allgemein. Was dich am meisten geprägt hat. Am meisten geprägt? So eine Zartbitter-Riegel-Chat. Also, ich kann immer, ich kann, also inspiriert, ich weiß nicht, ist halt so ein bisschen falsch, so, keine Ahnung. Boah. Ich kann immer sagen, so, wenn ich richtig feier. Also, Kolle feiere ich krass, deutschsprachiger Raum. Und halt so UFC-Fighter feiere ich krass. So Conor McGregor feiere ich zum Beispiel krass. Conor feiere ich krass, Conor McGregor feiere ich krass. Warum feierst du Conor so krass? Ja, einfach was der gerissen hat mit UFC, mit seinem Werdegang und so weiter. In der kurzen Zeit, was er für eine Prime hatte einfach. Ach, Digga, ich fiele so meins. So krass, ja. Da hat, also Conor McGregor war so gefühlt ein paar Jahre dabei, hat komplett alles abgerissen, hat sich damit krass was aufgebaut und seitdem feiert er halt so einfach so sein Highlife-Leben. Aber den Conor meine ich nicht, sondern ich meine den Conor halt zu seiner Prime, also so was er gesagt hat, wie er gewirkt hat, den fand ich halt krass. Was sagst du zum jetzigen Conor? Der jetzige Conor ist komplette Lulu. Firma gegen Wand gefahren, ne? Conor ein bisschen? Ja, aber er kann Firma nicht so gegen Wand fahren, Digga, es ist halt einfach Conor. Hat ja auch zum Beispiel dann so einen Film und so weiter gemacht. Nimmt da quasi dann noch Geld mit. Ich kenne ein Video von ihm, wo er tot ist, don't ist. Ja, ja. Chat, hör mir doch auf mit der Khabib-Thematik. Das ist halt. Du musst halt darüber einmal richtig nachdenken. Ach, Digga, Bruder, ist das krank, ja? Guck mal, ihr müsst einfach mal bei der Khabib-Thematik verstehen. Ich feiere Khabib unfassbar. So sein Lifestyle und so weiter, wie was er aufgebaut hat, was sein Vater und so gemacht hat. Ich finde, das ist wirklich brutal. Man muss aber halt auch einfach sagen, dass in diesem Rivalitätsding Leute immer aus dem Schatten eines Champions geboren werden. Alex Pereira wäre niemals so groß geworden, wäre diese Social-Media-Reichweite nicht auf diesen Easy-Kampf beruht. Die ganze Zeit, was sich hochschaukelt. Khabib wäre niemals so groß geworden, hätte er sich nicht mit Conor angelegt und das Ding so groß gewesen wäre.
Das muss man da einfach ein Easy und auch ein Connor zugute halten. Dass dadurch dann auch wieder Champions geboren werden. So. Ich schwöre, wir spielen Aram hier. Ich check den Call, aber ist es dir wichtig, wie groß jemand ist? Nee, gar nicht. Aber es ist schon wichtig zu verstehen, warum die dann so gehypt werden, weißt du? Bruder, guck dir das an. Digga, die diven. Nee, mir ist gar nicht wichtig, wie groß die sind. Nur mir ist einfach so wichtig zu verstehen, warum die, woher die Reichweite okay, dann des jeweiligen anderen dann kommt. Das ist voll wichtig, so zu checken. My bad. That goes there. Cage triggered. They found my wire. Spike planted. I just broke this. Ich hab nicht gesehen, Chat. Botman. Just broken the bomb. They're both one player standing. Ich schwör, Digga. ADC ist so ein Bastardrolle, ja? Was ist ADC? Miggy? Einfach untere Linie ADC. Attack Damage Carry. Das ist bodenlos. Weil sehr krasser Khabib 29-0 ist niemand so groß wie Conor's Karriere in der UFC und jeder, der Ahnung hat, weiß das. Ja, ja. Khabib hat auch zwei Gürtel geholt und hat ganz, ganz oft seinen Gürtel verteidigt, ja. Ah ja, hast recht. Krass. Okay. Der hat schon das richtig gemacht. Khabib ist nicht dumm. Mit 29-0 dann einfach zu retiren. Also Khabib. Hm? Also Khabib doch nicht so krass. Auch unfassbar krass. Spike planted. Last player standing. Ich feier auch so diese Einstellung von Khabib. Einfach nichts anderes zu machen, außer trainieren einfach und Gas zu geben. Ist schon bemerkenswert und sehr, sehr krass. Dass der entkommt, ja. Hit your weak. Und sie fokussen wieder mich, Digga. Ach man, ja. One enemy remaining. Was man ohne Spiel. Wegen seinem Vater aufgehört. Also aus dem Interview, was ich entnehme, hat er bei dem Finalinterview gesagt, dass er seiner Mutter irgendwas versprochen hat. Ich weiß aber nicht genau was. Wegen Vater aufgehört, weiß ich nicht. I need this. Thank you.
I need this. Can you buy me? Done it. Keine Chance, Digga. 1-8. Spike planted. Careful, main right now. Reloading. Don't doubt me ever again, bro. Don't worry, I got you. Another fight? Clean slate. Thank you, Jay. Let's leave whatever. I got you, don't worry. Bye. Don't worry. No problem. Yeah, buy me a ring. I got you safe as well, bro. Don't worry. Thank you. I got you. I got you. Ich bin wieder gefokust, Digga. Reyna, can you buy me? Cheers, mate. Thank you. Yes, this should do. This goes here. Ja, 29 nur definitiv zu der Game gemacht. Safe. Aber wenn es um den Kampfstil geht, dann liegen die Zuschauer es halt einfach, wenn die Leute ausgenockt werden. Und das halt von einem gemacht. Spike down mid. Digga, es ist so gestört, ja. Ey, ich kann das nicht mehr, Digga, mit diesen smurfenden Mistfotzen. Oh, einer im Gegnerteam ist AFK, Big. This Jinx Blitz, I don't know, Bangladesh. 148 on KB, nice. 1-10. Mickey Prime, lol. Bist du echt schlecht in League of Leech, ne? Bruder, total Schaden, ja. Chat, wer ist schlechter, ich oder er? Oh my god, Reyna, how fat are you, bro? Doof. Help me! Oh my god. Doof. Get me out. We are here! Just so you guys know. Doof. I was wanting to know, bro. Bro, I'm shifting there, bro. You see me? There is Cypher, there is Cypher. Last player standing. God sei fucking dank. 30 seconds left. Planted. Bitte, Digga, bitte kein Dings mehr. Bitte kein Bottom mehr. Bitte, Bruder, bitte. Kann das nicht hängen, ehrlich. Kann das nicht hängen. You heard the TP on him. One enemy remaining.
enemy remaining. One plenty left. Where is everyone hiding? Nowhere to run! This is no problem. Oh, NTNT. It's okay, Rahat. You were close. I feel something over there. Isn't his ult supposed to like run out after 3 seconds? Yeah, leider. That's why he did it again. Leider du, aber Miki ist aber... Oh, there's a like reset. Aber Miki ist auf einem guten Weg, um like selbe Niveau zu spielen wie du. Alter, sprich nicht. Wie liegt? Nein. Wie kannst du denn so schlecht sein? Was geht denn da ab, Alter? Holy shit, man. What are you doing, Alter? Reloading. One enemy remaining. Scatter. Zombie. I must wait a moment. Spike planted. They found my wire. Er hat definitiv Konrad bei vielen Sachen komplett die Lage übertrieben. I'm one shot. It's okay if I do this. Second tap. Nichtsdestotrotz würden viele Leute Khabib nicht mal kennen ohne Konrad. Muss man sich einfach eingestehen. Die Leute kennen Khabib durch Connor. Fuck. One shot is just gonna spray. Und der größte Teil. Ich fühle dieses Argument nicht so, um ehrlich zu sein. Welches? Bei die Leute kennen ihn wegen denen. Wieso? Weil das für mich keinen Sinn ergibt. Der Bessere gewinnt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn der eine crazy Ansagen droppt und der andere gewinnt, ist der andere der bessere Kämpfer. Khabib war der bessere Kämpfer. Der bessere Kämpfer ist Khabib. Darum geht's nicht. Oh, there B. Oh, there. Das hat er ja auch gezeigt. Aber die Art und Weise, UFC ist ja, es gibt einmal den Kämpfen-Part, aber es gibt halt auch einfach den Marketing-Part, den Business-Part. Check, was du meinst. Es ist viel auch Show, ein Show-Ding. Aber ich weiß nicht, fühle ich nicht so. Ist für dich jemand ein besserer Streamer? Wenn der mehr Placements hat und so? Als der andere? Wenn er mehr Placements hat? So, keine Ahnung, wenn er so Marketing-Technik. Guck mal, ich sag dir, ich finde kleinere Streamer, zum Beispiel, ich finde viele kleinere Streamer besser als irgendwelche Riesen-Streamer, weißt du, wie ich meine? Aber bei Sport finde ich so, da, keine Ahnung, Marketing und so interessiert mich gar nicht. Da interessiert mich nur, wer der Bessere ist. Ja, aber zum Beispiel bei UFC und so weiter, da geht es auch so ein bisschen um Trash Talk. Weißt du, so ein bisschen Show halt. Davor Pressekonferenzen und. Aber wenn es nur um den reinen Kampf geht, definitiv, aber der Kampf an sich, auch das Ganze davor, das Ganze erkundigen, das spielt auch eine Rolle. Ja, und ich finde, dass man das mit Streamern nicht so richtig vergleichen kann. Ja, safe. Also ich check schon. Also zum Beispiel auch bei uns, also zum Beispiel, du hast ja, wenn es um diese Person geht, hast du einen sehr kurzen Einblick
quasi in deren Leben. Da gibt es eine Pressekonferenz, da gibt es ein Interview, da gibt es einen Fight. So. Wenn du jetzt aber eine Person wirklich auf Social Media kennenlernen willst, also zum Beispiel einen anderen Streamer, dann hast du so viel Content jeden Tag in unterschiedlichen Launen, dass es so ziemlich schwierig ist, da das festzustellen. Weil stell dir mal vor, in wie vielen unterschiedlichen Köpfen ich alleine. Bei dem einen Zuschauer bin ich voll der aggressive Typ, bei dem einen Zuschauer bin ich halt voll der Liebe, bei dem einen bin ich halt irgendwie schlecht gelaunt, bei dem anderen bin ich halt immer super gelaunt. Es braucht viel, viel mehr Kennenlernphase bei einem Streamer oder bei einem Influencer als jetzt bei so einem Kämpfer. Ja, weil die halt generell Sportler verdienen, weil die fast nicht von sich geben, so. So sehe ich das. Und für mich ist, ob ein Streamer gut ist, hängt für mich einfach aufgrund der Qualität seines Streams und die Sachen, die er macht. Macht er andere Sachen als alle anderen? Sagt er Dinge, die kein anderer sagt? Weißt du? Das macht für mich, bringt er dich halt irgendwie zum Lachen, wie kein anderer. Das ist für mich so ein bisschen das Ausschlaggebende. Und ich finde, man ist dadurch, dass man, guck mal, wie oft passiert es in zum Beispiel in einer Challenge 30 Stunden, du hast 30 Stunden gestreamt, 30 Stunden, du hast mit den Zuschauern über alles Mögliche gesprochen, über deren Probleme, über deren Verwandten, über Familie, über deine Familie, über deine Probleme. Mhm. Aber wie oft passiert es, dass die große Masse dann zum Beispiel nur mitbekommt, wie ich einen Stuhl einfach durch den Raum werfe? Sich aber mit mir sonst einfach gar nicht beschäftigt. Und das finde ich halt, ist so ein bisschen halt guckt an Social Media und am Streamer-Dasein. Ja, über die letzten Jahre safe. Ja. TikTok halt. Ja. Das finde ich sehr nervig, das finde ich sehr schade. Pushing B. Oh, my bags. Helion, Raynor, Helion. Spike planted. Last player standing. Four. Last round before the switch. Use everything you have. We'll lose it anyway. Reloading. No prisoners. Und sagst du so, Goat MMA mäßig ist John Jones? Ja, John Jones ist schon auf jeden Fall Kracher. Also Khabib, John Jones, die gehen da auf jeden Fall rein, ja. I can defuse.
control them, Reyna. Come on. Stick it, stick it. My ult is... I can't use that. Switching sides. Clean with his link and kick him in the shin. Schon, also ich finde Sportler wirklich schon sehr inspirierend, ne? Viele. Auf Top-Niveau, weißt du, wie ich meine? Viele. Was denn? Allgemein Sportler sehr inspirierend. Brutal. Finde ich auch, finde ich alle krass. Sportler, Athleten. Boy, close left, sehr krass. Close left, close left. Auch aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Boxen finde ich krass. Alles mega. Nein, wir haben jetzt. Put down. Boss CP, Boss CP. Hier. Flash ist aus. Mann. Oder wir haben gestern eine Story von einem Kickboxer gehört. Das war krank, Miki. Ehrlich. Also? Der hat Sachen erzählt, ich schwöre auf alles. Ich hab's noch nie in meinem Leben gehört. Was hat er gesagt? Ganz viel. Du Sachen. I have dropped the spike. I have retrieved the spike. Let's rotate, rotate, rotate. No, no, they're still here. They haven't filled it. Down A. I got one. Enemy spotted A. Enemy killed. Wow. One enemy remaining. That's three. Last player standing. Digga, der Gragas spielt ja so einen auf, Digga. Holy shit. Heiliger Hase. Alter. My ult is ready. Don't be spending too many brain cells bigger than the. Hat er da gerade gemacht, Chat? Und der Drake ist gone. Ich oben holen. Secrets. Time to hunt.
Sehr wichtig. Enemy remaining. Spike down B. 78 und jetzt. Sehr, sehr wichtig, sehr stark. Snack time! Sorry. Only bright enough for me. I need this. I need this. Oh my god. My thanks. Leider. Let's fly. This goes here. I need cage triggered. Yeah, sure, bro, fellas. Nein! Digga, ich Bastard. Ich hab meine Ulten noch rausbekommen. Schnell. 117 on my one. Hier. Hier. Ach ja. Oh mein Gott, ich bin minus 120, Digga. Ist das unlucky? Ach Digga, warum spielen die nicht safe, man? Alright, Cypher, flip it. If that guy is defusing the spike, just spray it. You don't have to burn. You don't need to be accurate. He's so silly, make it. There. I will find. Oh, this is a nice spot. Cutting the vision. Hey, 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 Och du heiliger Hase. Oh, war One-Shot. Ich schwör's dir, ne? Nate Danger. Last player standing. 120 so Omen. Auch One-Shot. One enemy remaining. Name for this. Oh yeah. Second-hand embarrassment. Ja, was soll ich sagen? Digga, Challenge knallt so heftig, ne? Ja, ja. Und solche Bretter. Willst du helfen? Ach, Digga, oh Mann, die Top-Lane. Yes, this should do. Get out of my way! Go! Mit. Seek out. Planted. Reloading. Found one. Enemy spotted B. Hawk out. Drop in a spot. The baiting got caught, man.
I'm not bitten, bro. I'm cheering him on. I'm cheering him on. You're not, bro. Bro, I'm cheering. You saw how I was looking at him. Bro, I'm popping off. Let me get a kill. So I don't care if you bait. Yeah, I was praying for him. Oder wir können nicht auf den Hall. Definitely. Hey, Rina, it's okay, bro. This goes here. No, a win is a win. A kill is a win. Wait, what? A kill is a kill, bro. A win is a win, bro. We won the round. A kill is the win, bro. Hey, we killed them, bro. All right, he killed them. We win, we survive. Cutting their way. You should run. I got the spot. Enemy spotted. A there. Down A. Ja, ja. Wait. Spike down A. One enemy remaining. Hi. Cage trick. Where is everyone hiding? Is that your gun, Cypher? Last player standing. Yes, my gun. Wow. 30 seconds left. You want to smoke anywhere? Clutch. Let's try real quick. I also have a very gun buddy, bro. It's actually crazy. If you see one of my creatures, it's a good help a girl out, would ya? Yeah, for sure. I cannot buy, I have no money. No, no, can you request that? I need this. Yes, thank you, my friend. You know what? I feel like a generous man, bro. I'll bless your soul, bro. Bless your soul. No, no, no. Get it. I'm dog shit. No. I don't take it. No, take my right gun, buddy. Take my right gun, buddy. So. Richtig. Spike down B. Den zu killen wäre sehr wichtig. Schön. They're just batteries. And I need a recharge. League of Leech, Digga. League of fucking Leech. Wait, don't go this. Go back. The hunt begins! Okay. Spike down, attacker spawn. Enemy spotted mid. I have retrieved the spike. Any flashes? Hawk out! Blinded. Drake, oh, Drake. Schön rede. Cage trigger. Drake. One flank, guys. One flank. Let's see. So much flanking, guys. Planted the spike. Den Tower einreißen mit dem Buff.
Wait, no one's like bounce left, don't worry. Sehr geil. Camera taken out. Cage triggered. One enemy remaining. City, city, city. Where is everyone hiding? On CT, like on site on you, probably. Yeah, yeah. On you, my bro. Yeah, spray good all job, over. Good job, bro. Good job, bro. Take what's useful. Just let it all out, man. Don't worry. These parasites aren't gonna take one step past us. Bye, here. Jet, come. What happened? Oh, you want my right gun, buddy? Oh, oh, thank you, man. Warum auf den Tank? Warum auf den Tank, Akshan? Warum auf den Tank, hä? Oh, this is a nice one. Von 10 Kills habe ich 5. Mit R drücken. Smoking here right now. Aber das muss ich. Spike down A. I got the spike. Spike carrier is, I have retrieved the spike. Rena, watch it, guys. Come on, guys, one boy shot. Come on, bro. I put it in a dream. Danke, ihr Fotzen, Digga. Und sie gehen wieder nur auf den Tank, Digga. Sie gehen nur auf den Tank. One of my cameras is broken. Komm schon, das ist nur ein Varus. Okay, it's fine. Ach, Bruder. Wirklich wild, Digga. Der Akshan Mitte. Ach, Scheiße. Guckt ihn euch an. Was sind die Mechanik so? Was hab ich gerade für einen Ping, Alter? Und der stirbt auch wieder. Perfekt, Digga. Gänsehoden, Bruder. Gänsehoden. Das gibt es nicht, oder? I'll pick off your contact. Pick out! Blinded. Und das nächste Game verloren. Digga, Liga Fleetsch, Digga. Liga fucking Legends. Nein, Bruder. Ey, was passiert hier? Warum haben wir eine Rainer, die 13-19 steht? Matchpoint. Ach, Chat, Mann. Let's go A, guys. Let's stop going B. We go B everyone. We just run it back. Let me take A. Oh, look, Clove picked off. Yeah, I'll take the robot, take the robot. Here. All right, muckers. Yo, Sophie, you wanna plan? Yeah, I guess so. What's this? Get out of my way! Enemy spotted A. I have dropped the spike. I have retrieved the spike. Found one. Nowhere to run!
ultimate is ready. Nein, hätte ich haben können. Fuck. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Spike down A. Ach was. One enemy remaining. Ey, langsam ist auch nicht mehr lustig, Digga. Das ist wirklich insane. Ach. Guck dir den an, Digga. 11:20, Digga. 11:20 und 13:20. Bruder, Fortnite ist doch nicht easy. Nicht in meinen Lobbys, Bruder. In meinen Lobbys ist nichts easy. Das ist doch das Problem, Digga. Ich spiele hier auf verfickt nochmal Dia-Lobbys. Ich spiele auch in Warzone gegen die größten, in Velo gegen die größten Schwitzer der Welt. In Warzone spiele ich Level 700er Lobbys. Ich bin gerade, bei der Uhrzeit bin ich in den schlimmsten Lobbys in jedem Game. Kein Game ist, hier Dings. Ist easy. Match found. Hello? Yo. Oh god. 2024 music. Oh. Trust me, we fucking win this shit. Viel Erfolg noch. Win the shit. Am Ende, Alter. Sag mal, Miki. Miki wird geknallt, oder?
Migi, wurdest du zerschmettert? Was tut er? Was macht er? Fuck out! Alter, Migi. Ja. Geht's ja gar nicht gut. Bei League? Ja. Bei League hat's gekracht, zweimal hintereinander. Ich bin auch so scheiße in League. Ich hab gesehen, Alter, du bist wirklich kacke. Bruder, ich bin so. Ich bin. Wenn ich. Ich muss mich viel zu viel konzentrieren, um in League gut zu sein. Und ich hab einfach diese Konzentration nicht. Und wenn einer scheiße ist, direkt das ganze Team gefickt? Ja, ja, Bro. Ist ganz krank. Was gibt bei dir? Was gibt bei mir? Ich bin in Fortnite drin, Digga. Fortnite? Klar, Digga. Fortnite also, ja? Ja, klar, Digga. Fortnite ist krass, Bro. Fortnite ist krass. Warum gehst du nicht mal in Party-Animals rein? Hast du noch gar nicht probiert? Nee, kein Bock. Wieso nicht in Party-Animals, Bro? Ist immer noch. Was sagt dir dein Kopf, dass du sagst, nee, Party-Animals ist es nicht? Party-Animals ist so am Ende Penner-Spiel, weißt du? Nein, Bro, du verstehst das nicht. Back 3 Back in Party Animals ist nicht Pennerspiel. Das Pennerspiel ist Folge, ist das, was du geschafft hast. Der Back 3 Back in Party Animals kann richtig krachen. Sagst du? Ja. Es sollte eine Bestrafung dafür geben, wenn ich Top-Lane bin und der Letzte in der Reihe will nicht mit mir switchen. Du solltest von Riot Games bestraft werden, du Bastard. Bitte tausch mit mir. Bitte Bottom tausch mit mir. Lass mich bitte nicht zuerst picken. Sonst gibt's den verfickten. Okay. Willst du mitbauen oder ohne bauen? Ohne. Aber Digga, du bist doch bauen gut. Bruder, du verstehst das nicht. Die sind alle die krassesten. Hä, ich hab doch auch eine Runde mit Baum gespielt. Ging. Bruder, das ist keine Ahnung warum, Alter. Ich weiß nicht, was bei dir für Gegner sind, aber bei mir sind sie die besten der Welt. Vielleicht hast du einfach zwei, drei Lobbys erwischt, wo die stark sind. Ich würde nochmal Baum reingehen. Das ist der Wichse. Und wenn Fortnite nichts ist?